Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, lieber Sven. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Sven, zum Geburtstag wünsche ich dir nur das Beste, ein langes Leben, ganz viel Freude und viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Sven, zum Geburtstag habe ich hier nur ein SNES-Spiel. Ein kleines Nestspiel und jetzt gibt es kein Zurück. Du hast gewünscht, dass ich hier spiele und dir zeige, was ich tue. Nun ist es vor mir, ich hab keine Ahnung, was es ist und es lässt mir keine Ruhe. Wieso ist es auch eine Fanübersetzung? Mal ganz ehrlich, wenn es ein gescheites Spiel wäre, hätte es doch eine offizielle Übersetzung, oder täusche ich mich da? Es kommt wohl also aus Japan. Hoffentlich ist es kein Hentai-Spiel oder ähnliches. Jetzt mal ganz ehrlich, Sen, was hast du mir da bloß nur beschert? Aber trotzdem, alles Gute zum Geburtstag, lieber Sen. Viel Spaß bei den Videos. Viel Spaß beim Schauen. Lieber Ah, wundervoll. Also, meine Damen und Herren und vor allem lieber Sen, willkommen bei Yukito zockt. Diesmal zum Geburtstag für Sen. Er hat mir. Es ist Tradition bei uns, dass wir uns gegenseitig immer Spiele wünschen, die der andere zum Geburtstag für einen spielen muss. Und natürlich macht das am meisten Spaß, wenn derjenige, der das Spiel spielen muss, für den anderen keine Ahnung hat davor, was es ist. Und ja, so ist es diesmal auch. Es ist ein Super Nintendo-Spiel, das ich für Sen spielen darf. Wir sehen hier schon den Emulator laufen, es ist schon alles bereit. Ich habe ein großes Glas Wasser neben mir stehen und einen schon recht kühlen Tee, der schon durch die ganzen Takes, die ich jetzt mit dem Singen probiert habe, schon sehr kühl geworden ist. Ich habe ihn dummerweise davor schon gekocht. Das war vielleicht gar keine so gute Idee. Naja, aber jetzt verbrenne ich mir auf jeden Fall nicht die Zunge. Genau, dann würde ich mal sagen, genug der langen Worte. Yukito zockt für euch ein ihm unbekanntes Super Nintendo-Spiel. Wie gesagt, wahrscheinlich wohl japanisch, offensichtlich eine Fanübersetzung. Sen hat es mir rausgesucht, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich hoffe, es ist nichts Unanständiges. Dann gehen wir mal hier rein. So, rüpp. Okay, also ab jetzt habe ich genauso wenig Ahnung wie ihr. Sen, ich bin gespannt, was es ist. Los geht's. Genau. Ich spiele es zum ersten Mal. Keine Ahnung, was passiert. Los geht's, load. Okay. Schöne Musik, he comes from far away. From the depth of the darkness, he continues to wander. Aha, er, ein Wanderer durch die Zeit, oder was? Soon the void of the darkness is interrupted by something. Oha. Sehr mysteriös. Ist es Mega Man? Ist es ein Blitz? Superman, Batman. The darkness is shown upon by the light. The light covers the darkness and the darkness is no more. Oh Gott, am Ende ist es bestimmt so was Simples wie. Then the light and the darkness are one. Was zum. Erstmal. Was? Das Licht macht Licht und. Dunkelheit macht Dunkelheit. Ist es ein philosophisches Spiel oder ist es einfach nur ein Kinderspiel oder. I seek the darkness. Okay.
Okay, ich suche die Dunkelheit und bald... Oha, werde er und ich eins sein. Und was? Blau? Ein Meteor? Hä? Oh! 30. Jahrhundert, Kristall-Tokio. Das verspricht ja schon mal... Okay, RPG offenbar. Astronomers of the 30th century have discovered a significant celestial object approaching Earth. Okay, also das etwas, ich nehme mal an, dieser R kommt auf die Erde zu, das was wir gerade gesehen haben, dieser blaue Strahl. Ein Meteor enormer Größe. Oh Gott, Sam, was ist das? Was zur Hölle? Everyone watches in fear as the meteor continues on a collision course with Earth. Okay, also der Erduntergang im 30. Jahrhundert steht wohl bevor. Und während dieser ganzen Zeit, wo der Meteor auf die Erde zurast. Ich bin so gespannt, was passiert jetzt? Wer sind wir? Sind wir der Komet? Nein, sind wir der den Komet aufhalten soll? An epidemic has begun to spread among the people of the city. Eine Epidemie! Eine Zombie-Epidemie. Meanwhile, several youth have banded together to form a vicious gang. Was? Was zur Hölle? Was passiert hier? Gangs schließen sich zusammen. Was, sind wir jetzt ein Gangleader oder was? In Kristall-Tokio des 30. Jahrhunderts. In search of answers, Neo Queen Serenity begins to pray to the legendary Mystic Silver. Crystal. Danke, Ginsui Sho. Okay, also es gibt wohl eine Königin der Stadt, nehme ich an, von Tokio, Kristall-Tokio. Sie betet irgendwas an, damit der Meteor verschwindet oder so. Darf ich jetzt drücken? Nein. Why is the Ginsui Sho vibrating so wildly? Und die Musik immer noch im selben Loop. Also ich finde die Musik gar nicht mal schlecht. Aber... Es sind nur lauter Fragezeichen bei mir. Evil Energy. It must be incredibly powerful. Okay, und dieser Kristall verwandelt sich jetzt in den Meteor oder in den Typ, in den He, von dem da unten die Rede war vorhin. The Death Phantom has dealt a powerful blow. The Death Phantom. Oh Gott, das Todesphantom. Also ist er das Todesphantom oder was? This Death Phantom is a new enemy. Und wer ist er? Ist er jetzt der König oder einfach nur der Mann von ihr? Die Ära des großen Friedens ist endlich vorüber. Das ist schade. It was bound to happen sooner or later. Ja, Jesus Christ, aber was? Was zur Hölle? Das, na, ich habe nur ungefähr 15 Fragezeichen über meinen Kopf und kein einziges davon wird beantwortet gerade. Eine ernste Angelegenheit. Ja, schon klar, aber... Ja, nein. 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 Sen. Nein. Nicht wirklich. Oh Gott, nein, Sen. Sailor Senshi. Nein, ich hab's befürchtet. Oh Gott, ich hab's befürchtet. Ah, oh, the Ginsui Show has stopped vibrating. Okay, kurze Hintergrundgeschichte. Sen und ich haben... Das kann man auch auf meinem Kanal nachschauen. Auf meinem YouTube-Kanal einfach ein paar Videos zurück von mir, haben wir mal zusammen Nintendo oder Super Nintendo, ich glaube sogar ein oder zwei verschiedene Sailor Moon Spiele gespielt. Auch ein Beat'em aber glaube ich dabei, mit My Visions of Disasters to Come Have Stopped. Und offenbar, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das ein, oh Gott, ein Sailor Moon Spiel. The Ominous Tremblings, what do they mean? Dann ist es wahrscheinlich wohl ein Sailor Moon RPG. Undoubtedly, this is in some way related to the comet. Wieder mit viel zu viel Exposition, die man nicht versteht. Could it be so? Ich gebe zu, das hätte ich vielleicht an den Haaren der Hauptdarstellerin und an der Katze erkennen können. Yes, it must be so. Weil das ist schon etwas verdächtig. Gut, ich meine, Kristall-Tokio hätte auch schon ein Hinweis sein können. Ich weiß nicht, wo und wann Sailor Moon spielt. Ich weiß auch nichts von Kristall-Tokio. Also, können Sie mir alles erzählen. Ich bin auch schon auch nicht mehr genau am Mittelessen, aber ihr, die ihr zuschaut und insbesondere Sen, ihr wisst ja wahrscheinlich schon,
was es geht. The new silver millennium must remain, beziehungsweise ihr lest das sicherlich gut mit. Ah, spielt Sailor Moon im 30. Jahrhundert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach ja, und da haben wir ja schon. Lass uns gehen! Huhu! Oh, es ist Sailor Moon. Jesus Christ. Also, so ein bisschen trollen wir uns ja auch mit den Spielen, so ein bisschen aber auch sind die Spiele, wo wir zumindest denken, dass der andere es gerne spielen wird. Older Sister, are these the girls we're looking for? Auch so ungefähr die längste Intro ever. Certainly, this is what we were sent here for. Na? This must be where they live. Okay. Und immer noch dieselbe Musik im Loop. Should I spy on them? Ein Glück, dass ich auch noch Alkohol im Kühlschrank habe, falls es ganz schlimm wird. Ich habe den Alkohol im Kühlschrank stehen. Ich habe ihn nicht aufgemacht, ich habe ihn nicht bereit, aber der Weg zum Kühlschrank ist kurz. Ich könnte das schnell zurücklegen und mir eins aufmachen, ein Bier. We must try to make... Blablabla, habe ich schon nicht genau gesehen. It is destiny! Oh Gott. Ja, die Sailor-Schwestern. Princess, I, like my sister, vow to make our destiny come true. Ihre Bestimmung ist es, die Erde zu retten und den Kometen aufzuhalten. Den Meteor, was auch immer. Ach, Zen. Wie dankbar bin ich, dass ich ein Sailor Moon spielen darf. Ein Sailor Moon Spiel. Jimmy Usa, what is it? I just had a vision from the future. We were saving the world. Oder? Der Text scrollt auch so ewig langsam. Ich meine, ist ja gut so gesehen, aber damit ich noch mitlesen kann und gleichzeitig mich ablassen kann drüber, aber gute Güte. So, what's it about? Was your boyfriend in it? Eieiei. Mamo-chan. Wer ist Mamo-chan? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich im Sailor Moon-Universum nicht aus. Falls das noch nicht klar genug wurde vorhin. Nur noch als nochmal Disclaimer. Ich kenne mich wirklich nicht aus mit Sailor Moon. Idiot! It's more important than that. Oh Gott. Also ich meine, Sailor Moon-Spiele, wie gesagt, Zen und ich haben damals auch Spaß, weil wir so nicht Sailor Moon-Spiele gespielt. Wir haben auch so ein, zwei Folgen mal von dem Anime davon gesehen, aber wie gesagt, nicht, dass ich mich irgendeine Ahnung hätte. It was about a new enemy. Wahrscheinlich von... Der new enemy ist wahrscheinlich der Dark Phantom, wahrscheinlich auch der, von dem die Intro die ganze Zeit handelte. Some kind of aliens. Oh, langes Intro ist lange. Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, wann wir angefangen haben. Das hätte ich vielleicht machen sollen. Naja, schauen wir mal. We have to defeat them. Ja, wenn du meinst. That's pretty weird, Chibi-Usa. Ich schaue so lange mal kurz, ob ich das irgendwie hinkriege, die Uhr irgendwo zu schauen, wie lange wir schon... Nein, keine Chance. Na gut. But still, the peace must continue uninterrupted. Even if evil aliens invade Earth. I am Sailor Moon. Juhu. Ja, das habe ich tatsächlich sogar erkannt. Die rechts, die Blonde, ist definitiv Sailor Moon, ja. Und die spielen wir jetzt wahrscheinlich in einem RPG. Keine Ahnung. And on behalf of the moon, I'll punish you. Verwandelt sie sich jetzt. Oh Gott, wie lange geht die Intro noch? Hey, immerhin, andere Musik. Oha. Die Uhr schlägt 12. Es ist 5 vor 12. Dun 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 dun. Wow. Pretty Soldier Sailor Moon, another story. Holy fucking shit. Presented by Bishoujo Senshi Translations. Das, wow. Das, oh Gott. Ja, eine sehr dramatische Intro. Oh, entschuldigt, eigentlich ist jetzt mittags und ich bin eigentlich gar nicht so müde, aber
Das muss Sailor Moon sein, das mich gerade fertig macht. Und jetzt natürlich... zugegeben, sehr lustig, sehr dramatische Intro und... sehr, sehr lustige Musik jetzt. Schöner Kontrast. Nur zum Beweis, dass ich das Spiel noch kein einziges Mal gespielt habe und natürlich auch vor diesem, vor dieser Aufnahme jetzt nicht ein einziges Mal gestartet habe. Hier, Safe Game, habe ich nämlich gar keins. Kann man schauen. Ja, genau, Page 0. Was habe ich jetzt gemacht? Oh, dann habe ich gerade wohl ein neues Spiel gestartet oder so. Außersehen. Usagi-chan! Usagi-chan, wake up! Num, num, num. What's wrong, Luna? Heißt Sailor Moon Usagi oder was? Ich weiß nicht. Und Luna ist dann wohl die Katze. There's something peculiar about the town. I don't know what it is exactly. But there's something funny going on. Num, num, num. Ist das nicht deine Einbildung, Luna? Bist du sicher? Nein, da. Die Leute sind komisch. Wahrscheinlich, weil ein Komet einen Meter auf die Erde zugerast kommt und alle nur noch eine Stunde zu leben haben. Sei vorsichtig! Warte, warte! Oh, steh auf! Ja, was? Ich... Oh! Okay, pass auf, ich bin Sailor Moon, ja? Meine Katze informiert mich gerade, dass die Menschen komisch sind, aber wir wissen ja, glaube ich, auch, denke ich, aus dem Fernsehen und so, dass ein Meteor auf die Erde zugerast kommt. Ich liege gerade im Bett und es ist gemütlich. Also will ich die auschecken, was die Leute machen. Ich bin ganz ehrlich. Nö, nö, ich will weiter schlafen. Nom nom. Look, Usagi-chan, get up! Get on up and dance! Go and check it out. Nee, ich will schlafen. Vergiss es. Nom nom. Look, Usagi-chan, get up! Ist ehrlich? Werde ich einfach so lange gefragt, bis ich ja sage, oder was? Ich will schlafen, Gott verdammt! Heute habe ich auch endlich mal schön ausgeschlafen wieder in der Woche. Ah, fine then. I suppose I'd better go now. Come on, Usagi-chan. Okay. Werden wir jetzt, kriegen wir jetzt ein schnelles Tutorial, oder was? Ja, natürlich. Ich habe ein Tagebuch. Juhu! Oh. You got the diary. Use your diary to save the game. You can save everything you've done so far. But you can only save when you talk to a Luna P-Ball. Okay. No. Finde ich gar nicht okay. Achso, wie es mir nochmal erklärt. Na, schade. Ja, okay. Ich weiß auch nicht genau, was ein Luna P-Ball sein soll, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay, warte, pass auf, jetzt sind ungefähr gefühlt ist ungefähr eine Stunde. Oh! Her Destiny! Chapter 1! Gut, Kapitel. Das ist doch praktisch. Okay, das heißt, jetzt ist ungefähr eine Stunde vergangen und ich darf zum ersten Mal mich bewegen. Und die Katze folgt mir. Okay, das Ding hier, was zur Hölle ist das? Do you wish to... Ah, okay, das ist ein Luna P-Ball, dankeschön. Nein, lass mich erstmal kurz ein bisschen umschauen und Controls ausprobieren. Ah, okay. Y ist Menü. Link Text. Ne. Okay. Okay, A ist raus aus dem Menü. Y ist rein ins Menü. Und B ist wohl das ganze Zeug auswählen. Ja. Status. Usagi Tsukina. Geburtstag 30. Juni. Typ Krebs. Natürlich, wie für japanische Spiele üblich, muss man natürlich auch den Blood-Type wissen. Blutgruppe 0, genau wie ich. Hey. Hobby Eating Cake. Ja, spannendes Leben muss sie haben. Gemstone Diamond. Wow. 15 HP. Sehr gut. Okay. Techniques. Was habe ich denn für Techniken? Throw Tiara at Enemy.
Ich kann meine Tiara werfen. Sehr, sehr, sehr super. Okay, ich kann heilen, das ist gut. Und mit Herzen attackieren. Ach, ist das schön, Sailor Moon. Traumhaft. Puzzle, was ist ein Puzzle? Hilfe? Okay, gut, dann eben nicht. Formation, das wird wahrscheinlich nur Sinn machen, wenn ich mehrere Leute habe. Ja. Okay. Whatever. Okay. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe. Was habe ich noch? Accessories. Equipment. Okay, da kann ich mich ausrüsten, aber habe natürlich noch nichts, logischerweise. Gut, ja. Tatsächlich ein Sailor Moon RPG. Ich... Gott. Was habe ich denn hier? Moon Cup. Nigiri. Light Water. Rare Items. Warte mal. Warte mal, habe ich... Sind das alles... Was? Sind das alles tatsächlich Items, die ich habe? Habe ich tatsächlich ein Tagebuch? Ein Weltallschwert? Ein Wasserspiegel? Irgendein Orb? Was? Okay, I don't even... Ah, okay, tatsächlich. Ein Schwert für Sailor Uranus, sehr gut. Für Neptun, für Pluto. Disguise, okay, ich kann mich natürlich verkleiden, klar, ich meine, es ist Sailor Moon. Und ein Schlüssel zum Raumzeitkontinuum. Das ist doch extrem praktisch, sowas zu haben. So, Heilung. Oh, Resurrect. Gut. Ich, ja, gut, was auch immer. Spielen wir! Gott, Sen, wieso nur? Ach Gott. Okay, ich würde sagen, ich speichere nochmal. Dann ist für diesen Teil erstmal Schluss, weil ich habe genug gelitten, schon für den ersten Teil. Plus, es war, habe ich eine, noch ein bisschen Intro davor gehabt von meinem Lied. Und genau, und dann wissen wir zumindest schon mal Bescheid, um was es geht. Und im zweiten Teil machen wir die tatsächliche Story. Warte, erstmal ein bisschen... Nein. Halt, zurück. Okay. Schauen wir jetzt erstmal trotzdem nochmal kurz im Zimmer um, ob wir irgendwas tun können. Okay, nee, B ist offensichtlich benutzen. Taste zum Beispiel kann ich nicht... Nein, auch nichts. Okay, dann gut, speichern und... Erstmal fertig für diesen Teil. Speichern. Ah, hier, Save. Okay. Save where? Chapter 1, Her Destiny. Sehr nett. Okay. Gut, dann bis hierher. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Und natürlich vor allem, lieber Sen. Wieso nur? Wieso ein Sailor Moon Spiel? Alles nur nicht Sailor Moon. Nur für und noch für alle, die sich wundern. Mein Geburtstag ist auch nicht mehr lange hin. Und ich habe auch schon ein Spiel für Sen auserkoren. Ich bin sicher, er wird sich mindestens genauso freuen, wie ich mich über Sailor Moon freue. Dann ja, gehen wir beim nächsten Video tatsächlich außer Haus. Und ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Wie wir die Welt retten. Ja, vielen Dank, Sen. Vielen Dank an alle fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Auf geht's. Ich meine, ciao. Bis nächstes Mal. Nächstes Mal geht's auf. Ihr wisst schon, was ich meine. Ciao.